Hayashi schwebte in Erinnerung an den Tag, als sein Bruder ihn das letzte Mal in den Arm genommen hatte und alles wird gut geflüstert hatte. Seit diesem Tag war er auf sich allein gestellt. Seit sein Bruder tot war, musste er jeden Tag 9 bis 12 Stunden arbeiten und verdiente dabei meistens gerade mal 3 Euro am Tag. Besonders an Tagen wie diesen, in denen es nur so regnete, war es eine Qual, auf dem kalten, nassen Boden zu betteln. Aufwachen. Hallo. Hörst du mich? Aufwachen. Hallo. Keine Angst, du bist im Krankenhaus. Ich habe dich am Straßenrand gefunden. Du warst ohnmächtig. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich bin Melly. Und wie heißt du? Da ist er. Du bist wegen einer Unterkühlung in Ohnmacht gefallen. Diese Frau hat dich ins Krankenhaus gebracht. Hallo, ich bin Frau Heinze vom Jugendamt. Du wirst jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Und danach wirst du in ein Kinderheim kommen. Nein, das ist schon alles mit dem Jugendamt abgesprochen. Wenn er möchte, kann er mit mir nach Berlin kommen. Tut mir leid, es geht leider nicht. Sie müssen erst einen Antrag erstellen. Dürfte ich auch mal was sagen? Natürlich. Ich kann hier nicht weg. Mein Bruder braucht mich. Ich darf ihn hier nicht allein lassen. Meinetwegen kann er auch mitkommen. Ich habe eine große Wohnung in Berlin. Ja, das geht leider nicht. Mein Bruder ist vor 5 Wochen gestorben. Das tut mir leid. Aber in Berlin wird es dir wirklich besser gehen. Du musst mitkommen. Okay, ich finde es eine vernünftige Lösung. Ich werde die nötigen Dokumente fertig machen. Vielen Dank. Noch nie hatte eine Frau Dashi so zugehört. Bei ihr wollte er bleiben. In den 3 Tagen, in denen Dashi noch im Krankenhaus bleiben musste, durfte er nicht zu seinem Bruder. Aber Melly ging jeden Tag zu Ikans Grab und legte eine neue Blume darauf. Am Ende des 4. Tages war es soweit. Dashi durfte das letzte Mal zu seinem Bruder gehen. Melly und er kauften Blumen, die sie Ikan auf das Grab legten. Hier wohne ich. Fühle dich einfach wie zu Hause, okay? Komm, ich zeig dir gleich mal dein Zimmer. Dashi kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es war die schönste Wohnung, die er je gesehen hatte. Und er fühlte sich sofort wie zu Hause. Er sah sich das einzige Foto an, was ihm von seinem Bruder geblieben war, und wünschte sich noch einmal bei ihm zu sein.
Er hörte seine Stimme und das Lied, das er ihm jeden Abend vorgesungen hatte. Aber schließlich schlief er doch ein. Setzen. Gibt es einen Freiwilligen, der vielleicht Dashi in der nächsten Hofpause das Schulgebäude zeigen möchte? Oh, so viele. Dann nehme ich mal Finn, okay? Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du jemanden aus der Klasse fragen oder halt Finn oder mich, okay? Willst du mit der Schlange spielen? Ja, okay. Komm mit.